herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte letztens eine Idee. Und zwar, es tut sich doch immer so, kennst du die Videos mit Boyfriend makes my outfit? Ja, irgendwie so. Voll cool. Fall. Gibt es doch diese Videos, wo andere Menschen dir ein Outfit raussuchen. Ich war letztens auf Asos und da gab es so günstige Sachen im Sale. Und dachte mir, okay, wir wollen ist ja gute Videos. Ja, und wir wollen ja nicht Kick und so unterstützen. Deswegen unterstützen wir Sale. Deswegen unterstützen wir ASOS. Wir machen eine Challenge aus dem Ganzen. Genau, und wir haben uns jeder drei Kriterien, die der andere beachten muss, ausgedacht. Genau. Ja, wir dachten, dass wir das so um die 40 Euro machen. Also man darf nicht über 40, außer am Cent vertragen. Sagen wir es, du hast am Ende 40 Euro 60, dann ist es nicht so schlimm. Ja, also zwischen 40 und 41 Euro. Aber es darf natürlich auch billiger sein. Ja, das stimmt. Dann aber kriegst du plus maximal 40 Euro und 99 Cent. Genau. Wir bestellen dann die Sachen und ihr dürft am Ende bewerten, welches wäre das coolere Outfit für den anderen rausgefunden genau. hat. Los geht's. Los geht's. Wir haben jetzt unsere Kriterien entschieden. Ja. Wie so ein Business-Tisch hier. Also, ich habe als Kriterium und also ich will als erst, also wir dürfen drei Kriterien raussuchen. Und als erstes habe ich rausgesucht, dass ich eine schwarze bzw. eine dunkle Hose möchte. Das hätte Paul wahrscheinlich eh rausgesucht, weil ich trage immer so schwarze bzw. dunkle Hosen. Ja, wer weiß. Dann habe ich noch, dass ich als zweites, dass ich kein enges Oberteil möchte. Nie meine ich einfach nicht. Weißt du auch. Also sie kann aber trotzdem T-Shirt oder Pulli, das kann sie raussuchen, wie sie möchte. Oder T-Shirt und Strickjacke oder so. Mhm. Und dann habe ich als drittes habe ich noch, dass ich ein Accessoire will. Also darunter, du kannst mir eine Mütze, eine Tasche, Socken, Schmuck, alles raussuchen, was du willst. Haarbandschuhe. Nein, ich weiß ja, dass du es nicht machst. Meine Kriterien sind erstens kein Rücken- und Schulterfrei. Ich trage das irgendwie nicht so gerne. Weiß ich nicht, mag ich nicht. Hätte ich aber auch. Okay, dann keine Neonfarben, also darunter zählt für mich halt so Neonpink und Neongrün. Nee? Okay, immer. Aber du weißt aber Neon -Rot geht schon, das ist ja schon Neonrot. Ja, Neonrot. Das gibt's doch. Ja, aber Gelb mag ich ja auch. Aber so Neongelb, so richtig geil. Zum Beispiel das Gelb ist ja schön. Und ein Winter-Accessoire, das zählt für mich wie jetzt Mütze, Schal, Handschuhe, irgend sowas. Soll ich hinkriegen. Socken gehen aber auch. Ja, Wintersocken. Ja. Ober nichts. Stuhl, dicke Socken. Jetzt hier Zettel tauschen. Vertauscht. For you. Oh mein Gott. Los geht's. Los geht's. So, hingeschrieben. Ich bin da richtig überfordert, aber ich bin auf der Startseite. Weiß überhaupt nicht, was ich mache. So, wir sind back. Es sind jetzt 10 Tage später ungefähr so. Ja? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Pakete zu uns angekommen. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Also es war ja im Nachhinein war es echt schwierig, so für 40 Euro wirklich was zu finden. Ja, also es war, wir haben es uns, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann war, gell? Und dann hatte ich, wir hatten beide auch das Problem, wir hatten ein Outfit rausgesucht, also ich hatte für die Pollines rausgesucht und hatte einen Warenkorb und dann hieß es, dieser Artikel wurde gerade ausverkauft. Ja, das war bei mir. Nein, da wir so lange gesucht hatten. Ja, mit einem Unterteil so. Und ja. Oh Gott, okay. Und wenn ihr was hört, nicht wundern, dass der Quentin, der Dackel, der von der Paula, der Hund, der läuft immer im Hintergrund ein bisschen rum im Zimmer. Deswegen, gell, Quentin? Okay. Oh Gott, ich bin gerade aufgeregt. Ich bin aufgeregt, dass ich meine Sachen. Okay, nee, du gibst mir jetzt die Sachen so einzeln raus. Achso, okay? Okay. In seiner Reihenfolge, wie du meinst. Ich fange mit dem kleinsten Teil an. Hier. Ach, wir müssen noch. So was er. Das Winter-Accessoire. Ja. Oh, cool. Okay, wie geil. Okay. Sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Vor allem, ich habe keine weiße Mütze. Von Bershka. Ja, sehr schön. Oh, okay. Die hat dein Bruder aber mit mir rausgesucht. Mein Bruder? Ja, ich dachte, dein Bruder. Nee, okay, cool. Und dann kommt die Hose. Okay, wow, man erkennt jetzt so richtig viel. Man erkennt einfach nur dunkel. Soll ich mal aufmachen? Nee. Okay, wow. Das ist so eine Culotte-Hose.
Und ich habe schon öfters überlegt, mir so eine zu kaufen. Okay, krass. Die ist unten halt auch genauso und die hat so weiche Beine. Okay, wow. Das letzte Teil? Ja? Ja. Ja? Ja. Welche Farbe denkst du? Keine Ahnung. Ich noch nicht gesehen hast? Keine Ahnung. Sind Leute auf jeden Fall special? Also die Farbe ist special. Ja? Also es ist nicht orange, schwarz, grau. Orange, grau. Oh, rot. Schön. Ich finde es voll schön, so rosa-pink ist mit was dunkelblauen und dann so eine helle Mütze, weil die helle Mütze finde ich fast voll gut zu deinen Haaren. Und das Ding aus. Und so richtig. Okay, oh mein Gott, ich bin richtig gespannt. Und ich will, dass du das so anziehst, dass das so in die Hose reingesteckt ist. Ja, klar. Und dann halt oben so dieses Hosen-Ding. Tailliert. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ja. Okay, jetzt seht ihr, wie ich das anprobiere. Genau. Kommt hier das Paket, was ich mir Sophia bestellt habe. Und ich habe das schon aufgemacht. Also ich habe nur, weil ich habe eine Sache noch für mich selber mitbestellt. Du kannst es nicht lassen, wenn es hält. Ich bin zu schocken. Ja. Okay. Okay, ich mache das erste. Das ist das Langweiligste. Aber du wolltest es ja. Also das muss ich ja erfüllen. Quasi. Okay, hätte ich es vielleicht häufiger aufpacken sollen? Oder darf man es aufpacken? Eine schwarze Hose. Ich glaube, die passt. Ja, die passt. Und das Blöde war halt, es gab halt keine mehr mit normalen Taschen vorne. Das hat mich richtig abgefuckt, weil die erste. Aber das finde ich nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, die hat auch. Ja, und Sophia trägt so gut wie nichts anderes und deswegen. Ja, ich wollte das, weil da fühle ich mich gut. Ja, klar. Okay. Genau. Dann als nächstes. Oh Gott, ich sehe schon in der Kamera. Deine Lieblings. Oh, geil. Richtig. Ich glaube, der sieht zwar fast genauso aus wie der Regisseur. Ich hab's dann auf Instagram gesehen, dass du so einen ähnlichen, der so ein bisschen so weiter ausgeschnitten ist, gell? Aber nicht nee, so. Nee, aber es ist, kommt ja noch zwei Sachen. Ich finde voll schön und ich finde es witzig. Schau mal, die haben ihn schon so umgekrempelt geschickt. Aber das ist vielleicht auch festgemäht. Ja. Aber ich mach das. Okay. Und man sieht. So, als nächstes kommt ein Fail. Ach, na super. Ich habe sie jetzt gerade schon gesehen. Das habe ich im Internet nicht gesehen, dass es sowas dran hat. Aber. Oh Mann, das nervt mich voll. Weil das, also dieses Glitzer war dann nicht dran. So, ich kann es ja auch anders. Das ist so ein, wie nennt sich das? Bandana. Und da habe ich mir vorgestellt, also entweder, so ich finde es so als Armding cool, oder auch hier, weil es ja so einen größeren Ausschnitt quasi hat. Das ist echt ganz cool. Das sind, also das sind zwei Ketten, aber die können zusammen, aber die sehen echt cool aus. Also ich glaube angezogen sehen die richtig geil aus. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie hast du dir das eigentlich alles vorgestellt? Und wenn noch ja. So ein, dann noch hier nee. Mit Glitzer. Ja, ich dachte, wusste ja nicht, dass da Glitzer dran war. Da hat man ich habe nicht gesehen. Nee, wirklich nicht. Ich schwör's. Ich hatte nicht zwei zur Verfügung. Und dann habe ich halt das. Naja, geil. Und schau. Und dann. Also so. Und die Kette dann so drunter. Und dann. Wir schauen es. Nein, jetzt verraten. Okay, gut. Wir schauen, wie sie es angezogen aussieht. Bin gespannt. Oder auf der Seite, ich glaube aber hier, ja. Könnt ihr abstimmen, welches Outfit besser war, wer diese Challenge besser gelöst hat, ob ich Sophias Outfit besser gewählt habe oder sie meins. Ich bin gespannt. Ich auch. Stimmt mal ab und gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr Lust habt, dass ich mehr Videos mit Freundinnen und allgemein so Challenges oder Live-Rolls oder sowas mache. Genau. Und ja, ich bin gespannt, was sie so sagt. Schreibt mir auch gerne einen Kommi und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, hier oben. Oh, ich bin nicht. Oh, ich bin nicht. Oh, ich bin nicht.